überraschend, hat der Mountainbike-Weltcup vor einer Woche angefangen. Da hat keiner von den üblichen Verdächtigen gewonnen, sondern mit dem Australier Daniel McConnell, ein absoluter Aussenseiter. Heute haben die Favoriten das alles wieder in die für sie richtigen Bahnen lenken. Nino Schurka und die anderen großen Favoriten haben tatsächlich das Rennen im tschechischen Nové Mesto geprägt. Der Weltmeister aus Chur schlägt von Beginn weg ein hohes Tempo an. Zu hoch für Olympiasieger Jaroslav Kulavík. Nach diesem Sturz fällt der Lokalmatador weit zurück. Ein Spitzenquartett um Schurka setzt sich ab. Schurka, Absalon, Flüchiger, Dampier, zwei Schweizer, zwei Franzosen, aber nicht für lange. Stéphane Dampier muss nach diesem Sturz aufgeben und kurz darauf kann Lukas Flückiger das Tempo nicht mehr halten. Nino Schurka und der zweifache Ex-Olympiasieger Julien Absalon liefern sich ein packendes Duell um den Sieg. Als Schurka in der Schlussrunde zum x-ten Mal angreift, fällt die Entscheidung. Nino Schurka feiert seinen ersten großen Sieg in der neuen Saison vor Julien Absalon. Lukas Flückiger wird Dritter vor einem weiteren Schweizer, vor Thomas Litsche. Die Hierarchie ist also wiederhergestellt und einmal mehr haben die Schweizer dominiert. So, dann sieht das doch schon wieder ziemlich anders aus und es ist nur eine Woche vergangen.